Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von uns. Aus meinem Kellerraum, ja. Hier haben wir ein paar Sachen zwischengelagert. Genau, wir zeigen es mal ganz kurz hier. Wir haben hier unsere kleinen JBLs am Start und unsere großen, ja. Alles mögliche wie Lichttechnik, Banner, nochmal Boxen, unsere geisteskranken Grobo Moving Heads, die ganz großen. Ein Teil von unseren Traversen. Wenn ich das schon sehe, ich krieg's kotzen, Alter. Fabio, erzähl mal ganz kurz, was wir heute so machen. Wir werden heute unser Lager... Also wir richten es noch nicht ein, weil wir haben unsere Regale noch nicht, aber wir werden unser Lager, unser Inventar jetzt mal rüberbringen, dass es mal dort ist, weil wenn es mal dort ist, ist es dort. Dann ist es einfacher, ja? Und jetzt müssen wir halt nächste Woche die Regale aufbauen und alles einräumen und fertig. So, dann starten wir. So, dann starten wir jetzt mal und bringen die ganze Scheiße ins Auto. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier in unserem Lager. Wir haben es noch nie vorgestellt, deswegen werden wir das jetzt einfach mal gleich tun. Die Sonne lacht auch, wir lachen, alles gut. Wir haben unser neues Lager, wir sind geisteskrank glücklich drüber. Das hier ist der Hintereingang quasi. Glücklich drüber, was hab ich echt gerade in Deutsch, Bro? Also, das hier ist es. Wir haben wirklich viel Arbeit hier reingesteckt, haben die komplette Wand hier 9 Meter reingezogen, haben hier eine Abtrennung reingemacht. Das war ehemals, war das mal ein Schießstand. 50 Meter, Kleinkaliber, Schießstand, Schießbahn und da haben wir praktisch jetzt zugemacht, dass wir das jetzt Lager nutzen können. Hier praktisch wird noch gestrichen, dass das Ganze auch, sage ich mal, eine schöne Optik bekommt. Hier kommt komplett Regale, kommen hier rein, auf die komplette Länge. Da werden unsere ganzen Kisten, werden wir alles einräumen. Wir haben jetzt schon einen Teil hier, wir bringen noch einen Teil hierher und dann kommen nächste Woche unsere Regale, die bauen wir auf und dann geht's weiter, davor wird natürlich gestrichen. Was geht ab, Fabi? Was geht hier bei Radio Tussmann? Was geht? Wir haben so einen Lautsprecher geschenkt bekommen von jemand. Ja? Auch wenn das jetzt nicht geil ist, aber umsonst ist umsonst. Ja, der Schwab sagt, was geschenkt ist, nimmt man schon. Ah. Ja. So, aber das Mikrofon war auch dabei, ne? Ja, Mann, ist geisteskrank. Ja, Mann, jetzt lass mal das DJ austesten, Tussmann. Ob das funktioniert. Steck mal ein. Verschick dich, ja, du steht dein Check mal. Ja, da ist doch eins. Ah, ja, Mann, unser neues Verlängerungskabel. Verlängerungskabelzen. Was ganz Spezielles. Das ist was ganz Spezielles. Ich finde das Mikrofon schon witzig, Digga. Ist da so ein Funkempfänger noch dabei gewesen? Nee, leider nicht. Oder? Nein, ich muss schon. Das muss ich ja da einstecken dann quasi, ist ja auch voll behindert. Da müssen wir uns halt. Kann man unser Ding? Nee, kann man nicht. Müssen wir kaufen, so Funkstrecke. Liebe Leute, wir sind jetzt soweit ready. Wir haben das ganze Zeugs hier eingeräumt. Was heißt das ganze Zeugs? Eingeräumt kann man nicht sagen. Und das ist auch nicht ganze Zeugs, das ist ungefähr die Hälfte. So, Vergleich. Ja, also man sieht dich außerdem dahinter, gell? Falls du dich verstecken wolltest. Ja, so sieht es bis jetzt halt aus. Wir haben einiges Zeugs reingetan. Fast alle Lautsprecher sind hier. Ein paar sind noch ausgeliehen für heute Abend. Aber ansonsten... Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu mir nach Hause ins Lager und räumen da nochmal alles kräftig aus und bringen das hierher, Digga. Also im Endeffekt haben wir jetzt alles ausgeräumt. Das ist alles, was hier steht. Ja, alles, was hier in meinem Lager war. Also es ist schon, jetzt fahren wir das alles mal nach oben. Weil ich vielleicht zu stark gemacht habe, tut dir einfach gar nicht.
Also, jetzt haben wir alles aufs Dach gespannt, unsere ganzen Traversen. Was geht denn hier ab? Ich werde verhaftet von Kriminalpolizei, safe. Wegen Gefährdung. Alter, Junge, guck dir das mal an. Digga. Nach langem Ausräumen ist jetzt nun der ganze Keller leer, den ihr schon aus anderen Vlogs gesehen hattet. Okay, da hinten, das ist privates Zeugs und so weiter, aber hier standen ja die ganzen Tussmann-Sachen in diesen Regalen drin und so weiter. Hier auf dem Boden, da standen hier die ganzen Lautsprecher drin. Ist jetzt endlich alles leer geworden. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, let's go, wir bringen das ganze Zeugs ins Lager. Ja, man, Haare sind richtig fresh, Alter. Ja, was geht ab? Wir sind jetzt hier wieder im Lager drinnen. Wir haben jetzt, wir sind hier mit fucking 5 Autos hergefahren, wo das Equipment ist. Das werden wir jetzt alles ausladen. Reingebracht haben, wirklich geisteskrank, muss ich schon mal an der Stelle sagen. Wenn man das mit meinem alten Keller vergleicht, dann würde er gerade mal alles so reinpassen. So, jetzt geht's nämlich an Streichen, let's go. Hier sind wir jetzt hardcore am Streichen, was geht denn hier ab, Alter? Boom, Alter, das ist unsere neue Wand, was geht denn hier ab, Alter? Das ist die Wand, wo wir gerade gestrichen haben, die ist jetzt komplett fertig. Und ja, wir sehen uns jetzt nächste Woche wieder, wenn es heißt, wenn wir die Regale aufbauen. Und einräumen, ja? Und einräumen, genau.